Schatz! Ich bin zurück! Was, wer ist das? Meine Frau, gib mir Deckung. Was? Bitte. Du hast gesagt, du bist Single. Bitte, ich erkläre dir alles. Spiel einfach mit. Was? Was soll ich sagen? Bob? Was ist? Wer sind Sie? Ich bin nur. Schatz, ich bin schon Bob, zu Hause. Komm her! Sofort! Helena? Oh. Helena, bitte beruhige dich. Bitte beruhige dich. Darf ich? Das ist, sie ist meine Schwester. Schwester? Ja, meine Stiefschwester. Sie ist aus dem Ausland gekommen. Lucy Carter, freut mich sehr. Also, es ist die Schuld meines Stiefbruders, dass er mich nicht früher eingeladen hat, um mich seiner wunderschönen Frau vorzustellen. So ist er immer. Ja. Ich frage mich oft, wieso ich ihn geheiratet habe. Oh, ich habe Hunger. Können wir irgendwohin essen gehen? Gute Idee. Ja, das ist deine tolle Idee. Genauso toll wie du. Oh, cool. In 10 Minuten geht's los. Ja. Verheiratet bist. Ruhig, ich liebe sie nicht. Hör zu, mein Herz gehört nur dir. Oh, wirklich? Dann machst du sofort mit ihr Schluss oder ich werde deiner Frau alles erzählen. Das kann ich nicht, weil wenn wir uns trennen, gehe ich ganz leer aus. Sie kriegt mein Haus. Bitte, tu mir das nicht an. Okay. Ich glaube, ich weiß, wie du dich scheiden lassen kannst und wie wir das Haus behalten können. Danke sehr. Kein Problem. Ich muss sagen, ich bewundere dich und Bob. Nicht jeder kann in einer offenen Beziehung leben und doch eine was? Familie sein. Eine offene Beziehung? Was meinst du? Oh, habe ich vielleicht was Falsches gesagt? Das war etwas. Ist dir auch egal. Nein, wir haben keine offene Beziehung. Was war denn da? Also, vielleicht liege ich falsch, aber er hat nach Parfum gerochen. Ich irre mich sicher. Stopp. Was ist dir noch aufgefallen? Er hat jemandem geschrieben. Und ich glaube, er hat den Chat gelöscht, bevor er nach Hause kam. Oh nein. Oh, ich hätte das nicht sagen sollen. Es ist nur eine Vermutung. Wenn das der Fall ist, rede ich mit ihm und bringe ihn dazu zu gestehen. Und wenn es wahr ist, schmeiße ich ihn heute nein, noch nein, raus. Nein. Erstmal musst du Beweise finden, um sicher zu sein. Und wirklich, mach keine Szene, weil dadurch wird er noch, viel vorsichtiger. Aber was schlägst du vor? Du musst ihn beobachten. Männer verraten sich durch Details. Glaub mir, leider kann ich ein Lied davon singen, wie viele Frauen vor mir. Ja. Mein Mann hat mich betrogen. Und zwar öfter. Oh, das tut mir leid. Muss es nicht. Es hat ja auch sein Gutes. Und zwar Rache. Die dann so süß wie Honig ist. Und das weiß ich sicher. Ich bin zurück. Was soll das? Lass dich drauf ein. Oh, hey. Schatz. Du bist später. Ja. Du hast da... Oh, das muss Marmelade sein. Die Kollegen haben rumgealbert. hast du Hunger? Oh ja, ich habe großen Hunger. Ich muss mich nur umziehen, okay? Oh mein Gott, du hattest recht. Was soll ich tun? Einen Anwalt suchen? Seine Sachen rausschmeißen? Süße, du musst etwas Dampf ablassen. Ich kenne einen Club. Wir schleppen da ein paar Männer ab
Und du kannst dich schön an ihm rächen. Oh, ich soll mich an einen anderen Mann reinschmeißen? Ich weiß nicht. Vielleicht. Aber jetzt brauche ich erstmal frische Luft. Marc, du bist ein echt witziger Typ. Oh ja. Ja. Marc? Ja? Willst du vielleicht meine Muschelsammlung sehen? Oh. Ich verspreche, sie ist sehr interessant. Kann's kaum erwarten. Oh, das ist ja toll. Ja. Sind Sie im Schlafzimmer? Ja, mach die Kamera an. Wir erwischen Sie beim Fremdgehen und dann kannst du dich scheiden lassen und alles gehört uns. Hast du sie dazu überredet? Oh, du bist mein böses Genie. Ich sagte doch, es funktioniert. Komm. Jetzt hab ich dich erwischt. Oh, dachtest du, ich würde dich hier betrügen? Wir waren... Schatz, du bist so naiv. Dachtest du, ich würde dich so betrügen, wie du mich mit deiner Stiefschwester? Was? Wir sind keine Liebhaber. Oh, hör auf! Mir war alles sofort klar. Du fasst unser Foto doch nur an, um es zu verstecken, Liebling. So sieht deine Liebe aus. Und was sollte dann diese Show mit den Freunden? Oh, das sind nicht meine Freunde. Marc ist mein Scheidungsanwalt. Er sorgt dafür, dass du auf der Straße landest, ohne einen Cent in der Tasche. Sie sind total pleite. Und das ist Danny. Er ist Polizist und wird dich verhaften. Weißt du, Fremdgehen ist eine Sache, aber mich zu betrügen, um mir meinen Besitz zu stehlen, ist strafbar. Was? Du kannst gar nichts beweisen. Oh, wirklich? Also... Hören wir das doch mal an. Wir erwischen sie beim Fremdgehen und dann kannst du dich scheiden lassen und alles gehört uns. Hast du sie dazu überredet? Oh, du bist mein böses Genie. Ich sagte doch, es funktioniert. Komm. Jetzt schaffen sie mir aus den Augen. Nein, Schatz, Schatz, ich liebe dich. Bitte, ich flehe dich an. Schatz, bitte! Das war richtig so.